Yo! Bro! Bro, jetzt komm ins Bild. Komm jetzt einfach her. Er will nicht. Wir hatten einen Deal. Normalerweise gibt er sich richtig Mühe, aber irgendwie kam es mir vor, dass er die letzte Challenge mit Absicht verloren hat. Komm, jetzt komm her! Ich komm da nicht rein, Mann! Ich komm nicht rein! Ey, nein. Leute, diese Beinhaare, das ist so gruselig. Es sieht so gruselig aus, Mann. Ich geh zu meiner Familie nach Iran. Heute ist ein besonderer Tag, Leute. Heute ist ein ganz besonderer Schaut ihn euch an, er hat sich extra schick gemacht, denn eine bestimmte Person in diesem Raum hat heute, zeig mal, ihre Tage. Was geht ab, ihr Schweine? Wieso mache ich diesen Kanal überhaupt noch? Ich lasse mich nur demütigen. Ich kriege ein bisschen Schwert auf den Arsch geschlagen, muss aber irgendwie Pfeffer essen. Wir haben das Kleid gewaschen. Wir haben das Kleid zumindest gewaschen. Es stinkt nicht mehr so. Mamiko! Wir haben ein Geburtstagstier. Ein Geburtstagshund. Ein Geburtstagshund. Mamiko hat heute Geburtstag und ist 7 Jahre alt. Hashtag Happy Birthday Mamiko. Happy Birthday Mamiko. Am Ende ist Hashtag irgendwas. Hashtag irgendwas. Hashtag. Heute ist ja Freitag und Mamiko hatte gestern Geburtstag, weil wir das Video an dem Donnerstag, also weil wir das Video gestern gedreht haben. Mamiko hat heute Geburtstag. Und extra dafür haben wir heute für die Bestrafung erstmal. Diesmal fangen wir mit extra mit der Bestrafung an. Ich dachte, wir wollten Ohio singen für Mamiko. Glaub mir, das ist eine Bestrafung. Ein Geschenk. Dieses Ohio von unseren Stimmlagen. Egal. Ohio! Ich hoffe, ich habe niemals Geburtstag. Ich will nicht Geburtstag haben. Habatai! Die Leute kommentieren, dass wir alles falsch singen. Die haben ja gelesen Kommentare wegen Habatai. Wir sagen immer Habatai, aber das heißt Habatai. Habatai! Ja. Bruder, ich habe gar keine Zeit für so Text. Guck mich an. Ich bin verloren im Leben. Ich brauche Familie. Ich brauche ein Leben. Habatai! Hast du gesehen? Vor allem in diesem Kleid das zu sehen. Schnell. Okay. Das heutige Spiel nennt sich Spoiler-Challenge. Worum wird es gehen? Im Prinzip werden wir uns jetzt gegenseitig Anime-Spoilern oder zumindest so Ansätze, also so Handlungen. Wir werden dem anderen 3 Tipps geben, was in dem Anime gespoilert wird. Zum Beispiel, ganz dummes Beispiel, Dragon Ball Z zum Beispiel. Drei Tipps. Ah, aber 5 Anime. Stück, genau. Okay. Versuch mich zu verbessern, Junge. Mich im Kleid. In dem Kleid. Er sieht perfekt aus. Also, zum Beispiel Dragon Ball Z. So als Tipp wäre zum Beispiel Glatzkopf stirbt. Checkt ihr es? Okay, checkt. Wir kommen rein, wenn wir deswegen, spielen. Deswegen, Disclaimer, ihr könntet gespoilert werden. Stimmt, ja. Also, ey. Aber sorry, wenn die Leute auf ein Spoiler-Me-Challenge-Video klicken, dann sind die selber schuld. Blame not the mate. Hast du Strafe überlegt? Die Strafe ist, Mamiko hat Geburtstag, sie liebt es, Gassi zu gehen, der Verlierer wird in diesem Kostüm Gassi mit dir gehen. Das ist cool. Das ist nämlich schlimmer, weil so bin ich nur... Dieser Haarreif, ich sehe den jetzt! Weil so muss also in dem Fall darfst du das gleich anlassen. Bist du wieder schlagfertig? Los geht's! Heute ist Kuro richtig aggressiv, obwohl Mamiko Geburtstag hat. Warum ist er aggressiv? Mamiko hat Geburtstag! Achso, übrigens, wenn man es beim ersten errät, gibt es 3 Punkte, wie man beim zweiten errät 2 und beim letzten Punkt, dann gibt es 1. Und können wir mal gerne mitmachen, von daher viel Spaß. Und wenn ihr gar nicht errät, dann gar keinen Punkt. Mathe-LK. Lass mich jetzt, okay. Ja, let's go. Erster Tipp. Yaoi Boy stirbt. Sogar Mamiko guckt weg. Ich weiß es nicht. Ich brauche noch einen Tipp. Echt jetzt? Ja. Die kleine Süße stirbt. Was? Was ist das für ein Tipp? Bruder, Tipp. Verlässt Kenn ich den Anime? Natürlich. Es fängt schon wieder so komisch an. Ja? Yaoi Boy stirbt, die kleine Süße stirbt. Ja? Du hast es echt komisch gemacht. Das ist so einfach. Sag den dritten Tipp. Alle sterben. Guck mal, was willst du noch? Alle sterben. Was willst du noch? Es gibt so viele, wo... Nein, wo? In welchem? Nimm mir einen Anime. Alle sterben. Nimm mir einen Anime, wo alle sterben. Da kriegst du auch ein Date heute Nacht. Keine Ahnung. Ist dein Ernst? Ja. Akamega Kill. Warte mal, warum Yaoi Boy? Yaoi Boy, der, wie heißt der Typ, der Klotz? Yaoi Boy stirbt. Sagt der Typ mit Pixel. Vor allem, ich hab... Gestern, ich hab Akamega Kill gesehen und ich habe Akamega Kill geliebt. Und ich weiß, dass da alle sterben. Siehst aber du? Yaoi Boy hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Was war der zweite Tipp? Dass die kleine Süße stirbt. Halt dein Maul. Was? Die kleine Süße, als sie aufgehangen... Was ist das für ein Spoiler? Okay, Leute. Hä? Was ist das für ein Spoiler? Hey, Bro, ich will dir über ein Anime erzählen. Der kleine Süße stirbt. Die kleine Süße stirbt. Was ist das für ein Spoiler? Bro, darf ich kurz mal sagen, weißt du noch das Spiel, wo du Pikachu einfach nur gelb gezeigt hast? Weißt du das noch? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Von einem Mann in einem Auto, der im Auto alles gemacht hat. Er hat gekocht, gefärbt, gegessen. Och. Dann ist er eines Tages aus dem Auto ausgestiegen, wurde überfahren und wurde selber zum Auto. Ich wünsche ihm Schlimmeres. Ich krieg grad keinen Punkt. Ich wünsche ihm Schlimmeres. Weil die Spoiler so schlecht waren. Nein, das war ein schlechtes Spoiler. Ich wünsche dir Schlimmeres als meine Spoiler sind wirkliche Spoiler. Okay, pass auf. Kannst Charaktere verwandeln sich in Schweine. Kannst du bitte meine Rock hochziehen? Charaktere. Chiro sei das Sauer! Bruder, das Kleid steht dir bestimmt viel besser als mir. Kurze Unterbrechung. Ein kleines Shoutout an unseren Sponsor otaku.de. Euer Hotspot Nummer 1, wenn es um japanische Süßigkeiten, Plüschtiere und Anime-Figuren geht. Schützt euch während der Corona-Zeit mit den coolsten Schutzmasken aus deren Sortiment. Und mit dem Rabattcode MAMIKO gibt's nochmal 15% auf alles. Werbung Ende. 3 Punkte, Alter. Nur weil ich so leicht gemacht habe.
Warum leicht? Nur weil ich so leid bin. In welchem Anime? Mach. Wir haben alle. Okay, mach. Wenn du sagst, welche mach. Anime. Ich hätte auch zum Beispiel jetzt eine Nanatsu-Taisai. Mach! Er gewinnt das Spiel. Death Note. Nein. Zweiter Tipp. Zweiter Spoiler. Er wird zum Gott. Mirai Nikki. Ja, guck mal. Das, was soll ich noch sagen? Der Anime heißt Mirai Nikki. Was für ein Anime ist das? Aber vielleicht... Lass uns... Death Note? Ich will ihm halt eine klatschen. Bruder, ich will dir eine klatschen. Guck mal, ich hab das ja nicht, du. Ich schlag keine Frauen, aber ich will dir eine klatschen, Leute. Sehr. Gib mir diesen Arm. Gib mir diese fettende Hand. Fettende Schelle. Okay, pass auf. Nächster Spoiler. Protagonist trifft sich mit Frauen, tötet sie oder manipuliert und macht sie dabei zum Mörder. Protagonist trifft sich mit Frauen, tötet sie, manipuliert sie oder macht sie dabei zu mördern. Bruder, das ist wie mein Liebesleben, Alter. Mhm. Zweiter Tipp. Jetzt hast du es eigentlich schon, weil jetzt hasse ich mich. Warum mache ich so leicht? Protagonist hat seinen Vater verloren. Ah, Death Note! Alter, ich Maul! Der dritte Chip war gewesen. Mir egal. Isst gerne Chips. Isst gerne Chips. Ich habe sogar einen Witz eingebaut und spuckt da. Nein, ich bin echt. Gib mir Schub. Ach, Mariko ist eifersüchtig. Gib mir Mariko. Mariko, Engel. Das ist wirklich einfach. Das ist wirklich einfach. Er hat das alles für seine Familie gemacht und war gar nicht böse. Komm. Itachi. Guck mal. Itachi, ich sag nicht mal ein Anime, ich sag Itachi. Guck mal, wie geil. Einfach. Das war nicht so einfach. Extra, guck mal. Einfach nein, seid mal ganz, ganz ehrlich jetzt, ganz kurz. War das schnell? War das gut? Sag mal ehrlich. Bro, ich hab dir gerade eigentlich cool. Anime beschrieben. Es war ich geil. Hätte ich hätte auch sagen können, ja, okay. Naruto, Itachi. Eins, zwei, vor allem mein zweiter Tipp war noch viel einfacher. Fünf. Der perverse Alte stirbt. Ich bin in Führung. Protagonist bekommt Kind mit der Schüchternen. Bruder, bitte hör auf zu schnüffeln. Bro, ich bin süchtig geworden. Meine Eltern fragen mich schon, süchtig geworden. Was machst du mir so jung? Bruder, ich bin süchtig was hast du geworden. Jung geworden? Ich kann nicht, schlafen, Haare oder? Deine sind grün. Bruder, du schnüffelst an Kleber. Du siehst aus wie Kleber. Kannst du einfach dieses Ding weglegen? Und mich auch. Warum rede ich eigentlich? Wieso habe ich diese ganzen... Wieso tue ich auf Moralapost? Guck mich an. Der war gut. Guck mich an. Okay, pass auf. Nächster Tipp. Nächster Spoiler. Der Protagonist arbeitet für einen Lieferservice. Mach dann auf Lieferando. Lieferando. Ich sag ihm buchstäblich, der nächste Tipp ist Naruto. Und welcher Anime ist das? Ihr sagt doch, komm. Ein paar von euch wissen es bestimmt schon. Arbeitet für den Lieferservice. Lieferservice, ja. Boah, da gibt's Tausende. Ja. Da gibt's Tausende. Haus des Lächelns. Kirigami vielleicht. Kirigami. Die liefern leider nicht. Aber sonst würden wir gar nicht mehr rausgehen. Oh Mann, ich brauch den zweiten Tipp. Übrigens waren wir gestern bei Kirigami. Ich brauch den zweiten Tipp. Die haben extra Innereien. Gib mir den zweiten Tipp. Gerne. Ich hab's irgendwie auf der Zunge, aber mir fällt's nicht 100% ein. Also in dem Anime geht's um Zeitreisen. Erased? Ja. Freunde, der war für euch. Und für Mamiko. Mamiko, der war für dich. Umgedreht. Ich wünschte, ich hätte es schwerer gemacht. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber ich bin halt ein gutherziger Mensch und will halt nicht so ein Bastard sein. Und vor allem nicht ein Bastard, der in Wahrheit ein Freund ist. Oder wie war das der Hashtag? Bastard, der Freund, Freund, der wie ein Bastard ist. Nein. Ein Bastard als Freund. Teil 3. Teil 3. Du bist ein Hund. Ihr werdet es alle erkennen. Eis. Warum machst du das? Warum machst du das? One Piece, Dings hier. Was ist das? Leute, schau dein Kleid an. Was ist das? Boku no Pico. Scheiße, ich hatte doch die Was Hoffnung. Hast du hast gerade 4 Punkte gemacht, Junge. Ich habe mir gerade 5 Punkte gegeben. Nur 3 Punkte, du Bastard. Hast du mir nicht 3 Punkte gegeben? Was? Du hast dir gerade 5 Punkte Nein, gegeben? Nein, echt jetzt? Ja. Nein, ich habe 3 Punkte gegeben. Das kann ja nicht sein. Okay, warte, ich hab das kann gar nicht sein. Er hat 12 Punkte nach 3 Runden. In diesem Anime geht es um einen Lieferservice. Hast du schon gesagt? Nein, nochmal. Was? Ja. Oh, du nervst mich. Willst du mal reden? Es hilft. Es hilft wirklich. Zweiter Tipp. Der Protagonist hat eine schwarze Katze. Oh, da hat jemand das Kleid an heute. Da trägt einer das Kleid heute wieder. Du kannst, wie gesagt, gleich anlassen. Wir gehen direkt raus. Aber nicht Blöcksassist. Nein. Das war, ganz ehrlich, auch das Schwerste. Ah, ich weiß es, glaube ich. Ich glaube, ich weiß es. Was? Ich weiß es. Ich darf nicht mehr. Guck, wie fähig ich bin. Der weibliche Protagonist verlässt seine Familie, um in einer fremden Stadt Hexenkräfte zu bekommen. Okay, vergiss alles. Sag mir, ich kann auch. Ghibli, hast du's? Ach ja, diese komische. Ging es leider Lieferservice? Du bist ein hässlicher. Warum? Mann. Leute, warum? Man muss ja auch diese Sachen kennen. Scheiße, Mann, das heißt. War das letzte gerade von dir? Vorletzte. Vorletzte? Okay, kein das Punkt. Heißt. Das ist echt knapp, Mann. Gott! Okay, ich fuck. Okay, das ist gut. Das ist noch halbwegs schwer. Gib her. Oh nee, wobei, es ist auch einfach. Gib her. Ich bin so dumm, ich mach's so einfach. Gib her. Nein, es ist zu einfach. Sympathischer Brillenträger stirbt. Sympathischer Brillenträger? Ja, im Gegensatz zu dir ist er sympathisch, ja. Ist er wirklich sympathisch? Er ist wirklich sympathisch und er sieht auch gut aus. Hashtag immer noch hässlicher Mann. Deswegen zieh ich mir gerade eine Maske auf. Sympathischer Brille? Ich hab keine Ahnung. Echt? Ich hab keinen Plan. Der Organisationschef ist der Böse. Ich hab keine Ahnung. Echt? Echt jetzt? Organisationschef? Aha! Echt? Ich hab keine Ahnung. Hund stirbt. Wo ist der sympathische Brillenträger? Hughes! Du wusstest es gar nicht. Nein! Oh, ich bin so dumm! Wieso sage ich ihm das direkt? Dieses hässliche Grinsen habe ich ja durch die Maske erkannt. Auch durch die Maske. Dieses. Was? Diese Dornen! Ich hab mich geschützt extra! Nein, ich Dummkopf! Vor allem, guck mich so an. Wirklich wie so ein dreckiger Ausländer. Bastard. Du wusstest es nicht, ne? Oh mein Gott. Aber es macht Sinn? Ja.
Hughes stirbt. Okay, ich will mich auch nicht so viel spoilern. Vor allem, die Maske hat so gepokert. Das war richtig Pokerface. Momiku. Okay, Momiku. Das heißt, ich muss jetzt beim ersten direkt erraten, um zu gewinnen. Oh, bitte, ich will dieses Kleid einfach ausziehen. Ich will es einfach ausziehen. Der Protagonist reist in eine Stadt, um dort Geld zu verdienen, damit er seinem Dorf helfen kann. Oh Gott, es gibt so viele. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung. Echt? Warte, ich muss ganz überlegen. Das heißt, unentschieden maximal noch, was du kriegst. Nein! Du, er hat schon! Ah, ich kenne ihn, wenn er so dumm tut! Ich kenne ihn, wenn er so... Hallo, du Bett! Bruder, ich muss erst... Ah, also. Stopp, chill! Du dreckiger... Ah, komm, okay! Bruder, Mann, ich bin eine Dame. Behandle mich wie eine Dame, du Gentleman. Nichts hasse ich mehr, wie wenn ich denke, ich gewinne oder so. Auf zum Beispiel! Warte mal, kann doch nicht sein, dass alle Sachen, die mit draußen zu tun haben, ich machen muss. Sogar heute! Let's go! Bruder, wie geht's dir? Freust du dich schon, du sexy Ungeheuer? Da trägt einer das Kleid heute wieder. Guckt ihn euch an, diesen Verlierer. So, Bro, Mamiko und wir sind draußen, wir sind am Start. Komm, Mamiko ist die Glücklichste. Mamiko! Was ist Mamiko? Mamiko, das ist das Schlimmste. Mamiko, wie geht's dir? Mamiko, hast du Spaß dran, eine Maid Summer als Herrchen zu haben? Einmal richtig Gassi. Sie war schon, sie hat es reicht. Nein, sie war noch nicht. Bro, diese Blicke sind das Beste, was ich mal gesehen habe. Bro, ich schwöre. Bruder, bitte. Warte, das ist echt schrecklich, Junge. Komm, das nie! Du verstehst es nicht. Für mich ist es noch schlimmer als für dich. Ist das dein Ernst? Schau mich an. Bruder, es ist einfach... Schau mich an. Leute, es wird immer noch schlimmer. Es wird immer nur noch schlimmer. Gott, ich will nicht mehr. Gott, ich will nicht mehr. Bro, lass es zurückgehen. Bitte lass es zurückgehen. Lass umdrehen. Reicht doch jetzt. Du sagst, reicht doch. Reicht jetzt. Renn, bitte. Ich will nichts damit zu tun haben. Mami, komm. Junge, war das peinlich. Boah, Junge. Mann, er hat das noch rein. Ich liebe nichts mehr, dass wir nach vorne stehen, aber nach hinten gehen. Wir so aufstehen und wieder hinsetzen. Leute, damit ihr mal seht, wie normalerweise unsere Videos so Outros immer aussehen, so hier mal kurz Einblick. Junge, war das Boah, Junge. Das war voll krass, was du gemacht hast, Mann. Die Leute draußen, die geguckt haben. Junge, aber warum hast du eigentlich das Kleid wieder angezogen? Hattest du wieder... Ich hab's wieder angezogen, weil ich dachte, das ist gemütlicher, so sitzt. Frei Rock. Free Willy. Heute haben wir viele Hashtags. Ja. Leute, vergesst nicht, 15% Rabatt auf alles bei otaku.de mit dem Rabattcode Mamiko. Alles. Ihr müsst am Ende einfach nur diesen Code eingeben beim Auschecken und bekommt auf die Sichtigkeiten, auf die Figuren, auf die Plüschtiere, auf alles bei otaku.de. Gibt man auch so ein schönes Kleid? Gibt's da auch? Das gibt es nur bei kurono.de. Die checken bestimmt jetzt. Ja, so. Vielleicht. Haltet Abstand von den Waifu-Hosts. Bis zum nächsten Mal mit den Anime Bros. Oder Anime Sisses in dem Fall. Anime Sisses in dem Fall, ja.